Naja, ganz ehrlich gesagt, ist es nicht ganz so verlaufen, wie mir ich das eigentlich selber vorgestellt habe. Aber es ist halt wie so oft im Leben. Das ist kein Wunschkonzert, das ist hier Weltcup und jeder will ganz vorne mitfahren. Es waren zwischendurch immer wieder, ja, sagen wir mal, kleine Lichtblitze. Allerdings in den Endläufen sind dann einfach immer wieder zu viele Fehler passiert oder man hat das nicht umsetzen können, was im Trainingslauf eigentlich schon mal geklappt hatte. Und ja, an dem müssen wir einfach arbeiten, dass da eine Konstanz reinkommt. Es ist sicherlich auch noch aus dem Materialbereich, Schuhbereich zu verbessern bei mir. Und solange noch so viel Potenzial vorhanden ist, sage ich mal, geben wir die Hoffnung nicht auf, dass wir nach vorne kommen. Naja, das Ziel für WB kann natürlich nur sein, wieder einen Schritt nach vorn zu machen. Eventuell einmal diesen 10. Lauf, also diesen 10. Platz hier bei einem Lauf in Schweden zu wiederholen und einfach Konstanz reinzubekommen und dass nicht immer solche großen Streuungen bei jedem Lauf sind, ne? Dass man das einmal von oben nach unten konsequent durchziehen kann. Das wäre eigentlich das Ziel. Ja. Schauen wir positiv nach vor. Das Resümee von der Skandinavien-Tour ist für mich sehr positiv. Ich bin mit gemischten Gefühlen weggefahren nach meinem Unfall voriges Jahr. Waren es doch meine ersten Rennen am Anfang der Strecken, die ich nicht gekannt habe. Es ist in Salla sehr gut gelaufen. In Idre ist es dann noch besser geworden von der Sicherheit her und auch von der Geschwindigkeit. Heute in Hundfilet ist natürlich alles wieder hochgekommen. Aber ich bin hinuntergefahren, ich habe den Berg für mich bezwungen. Ich weiß, es geht und war zwar nicht so erfolgreich das Ergebnis heute, aber die Sicherheit ist jetzt wieder da, das Vertrauen zum Skifahren, die Angst abgebaut und ich schätze, nächstes Jahr wird es um einiges besser werden in Hundfilet wie heute. Nächstes Ziel ist das Weltcup-Finale in Verbier, dort wieder einen Top-20-Platz zu erreichen. Je weiter ich vorne bin, umso lieber ist es mir, aber das ist ein großes Ziel und natürlich die Ranghaltung in der Weltcup-Wertung nicht dann noch weiter zurückzurutschen und mich eventuell noch, wenn alles gut läuft, auf den 12. Platz nach vorne zu verbessern. Hallo, grüß euch. Darf mich kurz noch vorstellen. Ich bin der Christoph Brüller und bin der Neueinsteiger hier im Austria Speedski Team. Bin erstmalig bei der Schweden-Tour dabei, habe zwei Weltcuprennen bestritten und muss sagen, dass es mir voll taugt. Bin voll klasse von der Mannschaft aufgenommen worden, habe voll die Tipps gekriegt, was ich an mir verbessern sollte und habe das auch versucht im Rennen umzusetzen. Habe eigentlich in jedem Rennen meinen persönlichen Rekord gesteigert. Erst einmal auf 149, dann auf 150 und nun heute in Hundfjället auf 151,59 und bin mit der ersten Teilnahme an zwei Weltcuprennen voll zufrieden und fahre jetzt mit einem positiven und guten Gefühl nach Hause, um dort natürlich technische Finessen noch rauszuholen, aus Skischuh, aus dem Ski und an meiner Hocke zu basteln und freue mich schon wieder, wenn ich vielleicht nächstes Jahr an mehreren Speedski-Rennen teilnehmen kann. Also das Vergleichen mit Weltcupläufern und mit Spitzenleuten und Weltrekordhaltern ist einfach ganz was Besonderes für mich. Der Zirkus an sich, die Organisation, das ist alles bestens organisiert und hat ein gewisses Flair, das was einfach dazugehört, was toll ist und was einfach Lust auf mehr macht und hoffe, dass vielleicht irgendwann mal sowas auch in Österreich stattfinden kann. Also als letztes Resümee dieser beiden Rennen hier in Schweden herum, kann ich nur sagen, dass der Nervenkitzel so richtig gekommen ist, dass ich richtig brenne auf ein Wiedersehen bei Weltcuprennen, dass ich natürlich versuche, mich zu steigern und zu schauen, was ist noch möglich, ja. Wie viele Rennen, dass man schlussendlich in einem Jahr bestreiten kann, das muss man natürlich auch mit dem beruflichen und dem privaten noch vereinbaren können. Aber der Biss, hier noch mehr zu machen, ist da. Und auch die Erfahrungen, die ich jetzt hier mitgenommen habe, kann ich auch sehr gut zu Hause
bei diversen Abfahrtsderbys und ähnlichen Punkte Super-G für mich mitnehmen und hoffe, dass ich mir auch dort vielleicht verbessern kann.